Hallo, liebe Wanderbegeisterte, ihr seht mich zu Hause in meiner Bibliothek am Schreibtisch. Ich musste die Wanderung leider unterbrechen und es ist ein Vorteil, wenn man nicht allzu weit von seinem Wanderweg entfernt wohnt. Da kann man schnell mal in einen Bus oder in einen Zug hüpfen und nach Hause fahren. Warum ich die Wanderung unterbrechen musste, zeige ich euch in den nächsten kurzen Videos, die ich noch am vierten Wandertag und am fünften Tag meiner Reise gemacht habe. Am Tag davor hatten sich an meinen Füßen ein paar Blasen gebildet, wahrscheinlich bei dem vielen Bergablaufen in Berneck. Es war sehr heiß, die Hitze im Schuh war groß, vielleicht auch die frischen Socken und die falschen Schuhe taten ihr Übriges dazu. Jedenfalls am Abend hatte ich Blasen und es deutete sich an, dass die über Nacht nicht abheilen würden. Also das sieht gar nicht gut aus. Da am zweiten und dritten Zeh lösen sich die Fußnägel. Das war auch bei diesem. Hier habe ich jetzt mal Gelverband außenrum gemacht, da ist der Fußnagel auch ab. Mal sehen, ob sich damit laufen lässt. Ansonsten muss ich die Wanderung unterbrechen und mir ein paar andere Schuhe besorgen und warten, bis das verheilt ist. An meinem rechten Fuß hatten sich leider auch Blasen unter den Nägeln gebildet, die sich daraufhin abgelöst hatten und beim Laufen sehr schmerzten. Sie waren auch schon sehr rot gefärbt und um eine Sepsis zu vermeiden, beschloss ich dann, ja, die Wanderung abzubrechen. Außerdem beunruhigte mich die Wettervorhersage. Hier ein Blick auf die Animation. Ausgerechnet über meinem Wanderweg hatte sich also ein schweres Gewitter angekündigt, das ich nicht auf die leichte Schulter nehmen wollte. Also baute ich mein kleines Zelt ab und begab mich auf die kurze Wanderung ins 2,5 Kilometer entfernte Altensteig. Der Weg führte entlang der Nagold. Mit gesunden Füßen wäre ich da jetzt mal reingesprungen und hätte eine kalte Dusche genommen. So, hier sieht man jetzt noch einmal die Brücke, die vom Campingplatz auf die andere Seite der Nagold führt. Dort ist man übrigens gleich wieder auf dem Ostweg. Nur bin ich den Ostweg dann wieder zurückgelaufen, wie gesagt nach Altensteig rein. Eigentlich ein sehr schöner Weg, immer im Schatten und dann am kühlen Wasser entlang. Und ja, nach knapp einer Stunde war ich schon in Altensteig, habe den Bus nach Freudenstadt genommen und von dort den Zug nach Hause. Ja, wie geht's jetzt weiter? Ich werde mich erst einmal auskurieren, die Blasen verheilen lassen. Nächste Woche steht dann eine andere Outdoor-Aktivität an, und zwar mit Familie. Geht's zum Zelten und Angeln nach Frankreich. Und dann muss ich mal schauen, wie ich im Herbst noch Zeit finde, ob ich die restlichen Etappen des Ostwegs in Angriff nehmen kann. Von den geplanten 5 Tagen war ich ja nach oder bereits nach 5 Tagen wieder zu Hause. Ja, entweder im September, vielleicht im Oktober den zweiten Teil mache oder halt, wenn es da nicht klappt, weil da auch schon ein paar Outdoor-Aktivitäten geplant sind, wenn der Kalender zu eng würde, wäre das ja auch nicht besonders erholsam. Also wenn es zu knapp wird, terminlich dann vielleicht im nächsten Frühjahr wieder, zur Osterzeit, wenn der Schnee geschmolzen ist. Und dann muss ich sehen, ob ich vielleicht nur den zweiten Teil noch mache oder nochmal von vorne alles in einem Rutsch. So, auf jeden Fall halte ich euch informiert. Macht's gut.